Besonderes Jubiläum für den SV Babelsberg 03. Die Filmstädter bestreiten ihr 1000. Punktspiel. Und da muss natürlich, wie es sich gehört, alles an Ort und Stelle stehen, denkt sich der Coach Markus Ziesche. Auf seine Mannschaft wartet eine ganz schwere Aufgabe. Sie sind zu Gast im Steigerwaldstadion beim FC Rot-Weiß Erfurt. Das Team von Fabian Gerber seit 6 Ligaspielen ungeschlagen, kann mit einem Dreier bis mindestens Mittwoch die Tabellenführung übernehmen. 3.923 Fans, überwiegend Rot-Weiße, strömten ins Stadion und wollten die Thüringer siegen sehen. Erste Möglichkeit nach 5 gespielten Minuten. Freistoß kurz ausgeführt, Kapitän Starzew in die Mitte und das Ding von Manu wird ganz lang der Kopfball. Das anschließende Gestocher bringt dann nichts mehr ein. Ein guter Auftakt für den FC Rot-Weiß Erfurt, die insgesamt 3-mal rotierten im Vergleich zum 1:1 vor 2 Wochen bei Meuselwitz. Viertelstunde durch, der Schuss von Arthur Mergel, aber da fehlte noch ein ganzes Stück aufs Tor von Klatte. Die nächste Möglichkeit, 28. für Rot-Weiß Erfurt, schöne Kombination. Dann kommt der Ball zu Keliano Tavares. Der Franzose mit der Möglichkeit, aber der Eindruck nach einer halben Stunde täuschte etwas. Babelsberg war gut im Spiel drin, hatte viel Ballbesitz, aber Erfurt die Torchancen. 33. Minute, Manu auf Ben Luca Moritz und dann wird das Ding immer länger und dann steht da am Ende der Wertschöpfungskette Kai Seidemann, der Top-Torjäger vom FC Rot-Weiß Erfurt, bringt die Gerber-Elf in Führung. Das ist letztendlich nicht gut verteidigt von den Filmstädtern. Seidemann darf da so blank nie und nimmer stehen. Der sagt dann natürlich Danke. 7. Saisontor für den Mann, der vom 1. FC Merseburg kam im Sommer 2021. Die Antwort von Babelsberg. Genschel steckt schön durch auf Nattermann. Aber Flückiger, 4-mal bislang zu Null gespielt, taucht da wunderbar ab. Abschlag von Flückiger kurz vor der Halbzeit. Dann kommt der Ball zu Hairula, trotz Schulterproblemen in der Startformation. Der kommt dann auch an zu Kai Seidemann. Und der vollendet diesen wunderschönen Steckpass vom Mittelstürmer Romario Hairula. 8. Saisontor für den Top-Torjäger der Thüringer, Kai Seidemann. Die kalte Dusche für die Filmstädter kurz vor der Pause. Seidemann hat die Augen nur auf dem Spielgerät, weiß ganz genau, wo die Kiste steht. Klatte hat keine Möglichkeit beim Treffer von Kai Seidemann, der seine erste Saison in der Regionalliga spielt und einschlägt wie eine Granate. Markus Ziesche, seine Mannschaft ist die beste Auswärtsmannschaft der Liga, aber sie bekam noch nicht wirklich viel auf die Kette. Dann ging es in die Kabine, Rudelbildungen vor dem Eingang, aber der Schiedsrichter Michael Näther hatte alles unter Kontrolle, schickte die beiden Mannschaften in die Kabine, zeigte das dann auch noch mal an. Es gab keine Verwarnungen, alles unter Kontrolle. Reinen Durchgang 2, Erfurt unverändert. Babelsberg mit 2 Wechseln. Dualu und Steinborn kamen rein, aber das zeigte erstmal keine Wirkung. 47. der Schuss von Arthur Mergel. Da lässt er eine Riesenmöglichkeit aus. 4 Minuten später dieser schlimme Fehlpass von Genschel und Erfurt schaltet schnell um. Zunächst können sie das noch nicht ausspielen, aber sie bleiben in der Aktion nach der missglückten Abwehr von Klatte. Und dann haut Arthur Mergel da mal richtig einen raus. Da will er was hören von der Kurve, von seinen Fans. Fabian Gerber hat das natürlich genau gesehen, spendet Applaus bei diesem Strahl, den Arthur Mergel da in den Kasten haut. 6. Saisontor, der zweitbeste Angreifer bei RWE. Klatte kann das Ding nicht wirklich raushauen. Der zweite Fehler nach dem Langball von Genschel. Und dann schlägt es ein im Kasten von Luis Klatte. Aber Babelsberg gab nicht auf.
knappe Stunde durch. Der neue Mann, Ndualu, in die Mitte. Und da ist Steinborn, der zweite Neue. Und da hat jetzt auch er seinen Treffer. Matthias Steinborn, ehemals Lok Leipzig, ehemals BFC Dynamo. Und die Hoffnung bei Ziesche und Co. war wieder zurück. Das vierte Saisontor von Matthias Steinborn, der aktuell nicht so zufrieden ist mit seiner Rolle als Einwechselspieler, empfiehlt sich hier natürlich für höhere Aufgaben. Und eine halbe Stunde noch auf der Uhr für zwei Tore, da kann doch vielleicht noch was gehen. 62. Erfurt zeigte sich wenig beeindruckt. Nattermann geht hier zu Boden, der Schiedsrichter lässt aber weiterlaufen. Wieder dieser Steckpass, diesmal von Tavares. Und da ist wieder Arthur Mergel. Da zieht er gleich mit Kai Seidemann. Jetzt hat auch er seinen Doppelpack. Fabian Gerber weiß natürlich auch, das ist wichtig. Und hier sieht man, Nattermann hält sich das linke Knie, aber der Kontakt mit Enrico Starzev war überhaupt nicht vorhanden. Dann steht er auf bzw. guckt, was da passiert. Man merkt, da war nicht wirklich ein Kontakt und er sieht, wie Mergel einschiebt und dann den Cristiano Ronaldo macht. Arthur Mergel wird als Fußballgott bezeichnet bei den Rot-Weißen. Dann gab es den Wechsel in Minute 68. Schmidt kommt für Çakmak rein. Das ist deshalb wichtig, weil er sofort ins Geschehen eingreift nach seiner Einwechslung. Gentschel bringt dann den Freistoß rein. Dann Nattermann, flückiger, gut. Aber dann ist genau der eingewechselte Tino Schmidt da. 13 Sekunden hat es nur gedauert. Damit toppt er den bisherigen Rekord von Amos Suljic. Der hatte nach seiner Einwechslung gegen Cottbus 26 Sekunden gebraucht. Tino Schmidt schafft es nach 13 und Babelsberg war plötzlich wieder so ein wenig auf Tuchfühlung mit den Rot-Weißen. Die letzten Duelle, die es gab in der Saison 2018-2019, gingen jeweils mit 3:1 aus. Einmal gewann Babelsberg, einmal RWE. Dieses Spiel natürlich deutlich spektakulärer. Wir sind in der 75. Spielminute. Der Fehler von Sitan. Tavares wieder mit diesem Steckpass. Und da ist Robby Felsberg. Ja, gibt's denn das? Erst das tolle Händchen von Markus Ziesche. Und jetzt beweist auch Fabian Gerber gute Qualitäten als Coach für die Einwechslungen. Denn Felsberg war gerade mal 53 Sekunden auf dem Feld. Der 19-jährige sechster Einsatz in dieser Saison bekommt er den Ball von Tavares, der mit seinem nächsten Assist glatte bietet ein wenig die kurze Ecke an und da sagt dann natürlich Felsberg danke. Erfurt stellt den 3-Tore-Vorsprung wieder her und zeigt, was sie für eine Offensivpower haben. Aber einen gab es noch in der 84. Minute. Babelsberg verliert den Ball in der Vorwärtsbewegung und dann Ben-Luka Moritz. Das 1:1 in Halberstadt gemacht. Hier das Auge für, ja wen wohl, Arthur Mergel. Die Hand nach oben, drei Finger gezeigt und dann mal ganz kurz salutiert. Dreierpack für den Mann, den sie, ich habe schon gesagt, als Fußballgott bezeichnen. Und Markus Ziesche, ja, da muss einmal der Stuhl weg. Erst so liebevoll hingestellt und dann rustikal abgeräumt. Fabian Gerber bald die Faust in Richtung Kurve. Man wusste auch, man wird die Tabellenführung übernehmen, zumindest bis Mittwoch, weil dann erst der BAK spielt. Es ist eine unglaubliche Leistung von FC Rot-Weiß Erfurt in dieser Saison. Der Aufsteiger spielt nicht wirklich wie ein Aufsteiger. Dann war auch Schluss, der Handshake zwischen Gerber und Ziesche. Und Ziesche fand die Leistung seiner Mannschaft gar nicht so schlecht. Also erstmal haben wir ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Also kurz nach dem Spiel immer schwer zu sagen. Aber wenn man 6:2 gewinnt, hat man natürlich auch viel richtig gemacht. Ja? Aber wenn man sich das Spiel anguckt, da waren wir nicht 4 Tore schlechter. Einen erheblichen Anteil am Höhenflug von Rot-Weiß Erfurt hat Arthur Mergel. Fühlt sich doch gut an, Spitzenreiter zu sein. Wer steht nicht gerne auf Platz 1? Wer gewinnt nicht gerne jedes Spiel? Also wir sind jetzt seit 7 Spielen ungeschlagen. Als Aufsteiger, das ist eine enorme Ansage und ja, wir müssen jetzt weitermachen auf jeden Fall. Jetzt kommt ein enorm ekliges Spiel gegen Cottbus.
weil wir denken, das ist mit die stärkste Mannschaft in der Liga, weil die doch schon ja, sehr gute Spieler haben und meiner Meinung nach auch einen guten Trainer. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall jetzt hart arbeiten, dass wir nächsten Sonntag wieder angreifen. Auch als Aufsteiger und auch mit kleinen Mitteln, um die Großen zu ärgern. Das war unser Ziel vor der Saison. Das ist bis jetzt gut gelungen. Aber wie Sie sagen, wir haben noch drei extrem wichtige und extrem schwere Spiele vor der Brust bis zur Winterpause. Und die gilt es zu spielen. Und wir genießen den Moment aktuell. Aber wir werden jetzt nicht abheben oder durchdrehen und irgendwelche neuen Ziele ausrufen oder irgendwelche Höhenflüge bekommen. Sondern wir tun gut daran, weiterhin demütig zu bleiben, weiterhin hart zu arbeiten, fleißig zu bleiben, gierig zu bleiben und einfach Spaß am Fußball zu haben und den Leuten auch die Freude, diese Leichtfertigkeit, die Leichtfüßigkeit, die wir auch gerade an den Tag bringen, einfach hoffentlich in Zukunft auch mitzunehmen. Die letzte Niederlage des FC Rot-Weiß Erfurt gab es am 30. September bei Lok Leipzig. Seitdem 6 Siege, 1 Remis. Der verdiente Lohn, die Tabellenführung.